Computer und Aloha an all die Leute, die dieses Video angeklickt haben und es jetzt dummerweise bis zu Ende gucken müssen. Ja, weil sie darauf hoffen, dass irgendwas Bescheuertes passiert. Aber eigentlich habe ich dieses dämliche Ding nur angeschaltet, um eins zu sagen. Dieser Tag heute war voll scheiße irgendwie. Denn seit letzter Woche Freitag bin ich nicht mehr sie, nein. Wie man an meiner wunderschönen Designerhose hier erkennen kann, arbeite ich jetzt woanders. Und zwar stelle ich jetzt Lokomotiven her. Und so ein Krempel. Also ich mache da die Drähte rein, die Lokomotiven, damit die Lampen haben und Knöpfe, auf die man drücken kann, damit irgendwelche anderen Lampen angehen und so eine Scheiße. Ja. Aber warum dieser Tag wirklich ätzend war heute, das liegt daran, ich wollte heute Morgen eigentlich nur meine Werkzeugkiste aufs Fahrrad laden und dann irgendwie, naja, restlichen Sachen holen, habe aber irgendwie aus alter Gewohnheit die Tür hinter mir zugezogen, hat aber noch keinen Schlüssel in meine formschöne Designerhose hier reingesteckt, habe ich mich voll ausgesperrt, da hatte ich echt überhaupt nichts dabei, noch nicht mal Knete oder einen Fahrschein oder so eine Scheiße, und das war echt ätzend gewesen, da musste ich voll weit laufen irgendwie zu meiner neuen Arbeitsstelle, das waren bestimmt fast 5 Kilometer oder 10 oder so, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht nachgemessen, ich dass ich ziemlich marschiert bin, damit ich das noch schaffe und so. Und da haben meine Beine dann voll wehgetan. Und damit ich irgendwie keinerlei Körperfülle verliere, musste ich mir anschließend heute noch einen Döner reinziehen und eine China-Pfanne. Beides gleichzeitig. Ja, deswegen habe ich jetzt auch einen ziemlich trockenen Mund, weil in beiden Sachen ziemlich viel Salz drin war. Und dagegen hilft natürlich nur eins. Naja gut, ich gebe zu, ganz habe ich die Sachen noch nicht aufgefressen. Ich habe Teile von der China-Pfanne stecken noch zwischen meinen Zähnen. Ja. Das war es eigentlich schon, mehr wollte ich nicht berichten. Auf jeden Fall inzwischen habe ich Schlüssel in meine Hose reingesteckt und Geld und all solche Sachen. Wird mir das morgen nicht wieder passieren, wenn ich anständig mit dem Fahrrad fahren. Ja, ich konnte noch nicht mal mein Fahrrad lose schließen, weil der Schlüssel von dem Fahrrad irgendwie auch mit an meinem Schlüsselbund drin ist. Wie sich's ja nun mal für Schlüssel gehört. Da musste ich echt voll marschieren, das hat wehgetan. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also wie gesagt, es gibt eigentlich nicht viel zu berichten. Ja, ist jetzt immer noch guckt, seid ihr selber schuld. Schön salzig gewesen. Also bestimmt dieses Glutamat oder was die da mal reinmachen. Dann kriegt man mal voll die trockene Fresse.